I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ja, wir fangen einfach so an, wie wir den letzten Part beendet haben. Und zwar, indem wir hier rumfliegen. Aber wir landen jetzt auch gleich. Ich weiß bloß gar nicht mehr, wie man einen Fallschirm zieht. Aber da wird mir nochmal angezeigt. Das ist natürlich sehr nett vom Spiel. So, wir landen hier direkt bei diesem schönen Stein. Der besagt... Weiß ich nicht, kann ich nicht lesen. So, eigentlich wollten wir herausfinden, was Amita jetzt von uns will. Dazu sollte ich aber irgendwie eine Mission haben, wo Amita ist. Die ich gerade auf Anhieb aber nicht sehe. Ist doof. Oh nein, ein Honigdachs. Wo wird er hingehen? Dem Honigdachs auf der Spur. In Naru? Der arme kleine Honigdachs. Ich bin Adler. Mal schauen, wo das scheiß Viech ist. Na. Passt. So, nee, aber hier ist gar keine Mission mit Amita. Dann gehen wir zu Longinus, ja. Machen wir das einfach mal. Unseren guten alten Freund haben wir schon lange nicht mehr besucht. Den alten Gläubigen, weiß ich nicht, wie man ihn noch bezeichnen soll. Auf jeden Fall sympathischer Kerl. Dank ihm haben wir wieder Waffen für den goldenen Pfad in Kyrat. Diese Männer mit den Kapuzen, die sind nicht wie der Rest der Armee. Meinst du? Ich habe mir das noch gar nicht markiert so. Laber mich nicht voll. Dann nehmen wir einfach hier das Quad. Und fahren einfach mal los, denke ich mal. Über diese Brücke. Oh mein Gott, ich habe sogar geschafft. Genau. Man sollte sich nie zu früh freuen. Eine Lebensweisheit des Kriegens. Und so. Einfach weiterfahren. Ich weiß gar nicht, wie weit ist es. Was sagt das Navi? 600 Meter. Aber wir müssen bestimmt, warte mal, können wir nicht einfach durch, oh, da ist ein Fluss. Ich weiß schon, warum wir da nicht durchbrettern können. Oder warte mal, ist der groß? Komm, wir machen jetzt hier mal ein gewagtes Manöver. Das war krass, oder? Bester Stuntman EU. So. Aber da muss man wieder auf den Berg hoch wahrscheinlich, ne? Warum geht das? Okay, da geht es auch gerade gar nicht so gut weiter. Aber ich kann erstmal hier diesen Feldweg langfahren und dann hier wieder auf der Straße. Haben wir schon mal ein bisschen was abgekürzt auf jeden Fall. Wow, 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 wow. Okay. Immer schön auf den Gegenverkehr achten. Ich hoffe, man fährt hier auch auf der rechten Seite. Sonst habe ich das Ganze hier leider falsch verstanden. Müssen wir da schon hoch? Nein. Oh. Gar nicht gut, gar nicht gut. Stirbt einfach alle. Was können wir da noch rein? Wurfmesser? Aua. Ja, ich steig ab, okay. Ist ja in Ordnung. Ich hole gleich die Sniper raus, Alter, ganz ehrlich. Geht mir auf den Piss. Die hätten ja alle mehr als einen scheiß Schuss aus, Mann. Boah, solche Gegner kann ich einfach nicht leiden. Plündere den Leutnant. Was? Ach, da. So. Macht er da noch hart Eck? Mann, das wollte ich gar nicht. So, macht er da einfach nochmal Hard Action. Kammer-Action ist abgeschlossen. So, einfach mal aus Quad und weiter geht's. So, Longinus ist immer weit. Ich hoffe, das ist nicht so eine... AJ, hör mir genau zu. Du befindest dich in Splurs Gebiet.
Er hat hier eine ziemlich wehrhafte Festung. Sie anzugreifen wird recht schwer, solange die Pleur an der Macht ist. Ja, danke für den Hinweis. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so eine große Mission. Ach, guck mal, eine neue Hütte. Sonst mussten wir mal auf so einen Berg hochklettern. Egal. Versuchen wir doch mal einfach Longinus. Eiji. Ein jeder, der Ohren hat, soll hören. Offenbarung 13,9. Ich bereite Predigten vor. Das sind viele Predigten. Und alle Menschen werden sich fürchten und verkünden, dass dies das Werk Gottes war. Und für dich gibt es doch ein verlorenes Schaf. Finde es, folge ihm und bringe, was du findest. In der Kürze liegt die Würze. So, und jetzt gibt's die Mission Kompensation. Müssen wir auch nicht weit für fahren, erreicht den angegebenen Ort. Oh, das ist ein Overboot oder was ist das hier von? Nice! Mann, das möchte ich mir eigentlich gerade mitnehmen, aber. Ein Schmuggler nähert sich, lässt sich nicht entdecken. Brauche ich doch mein Boot. Ich muss jetzt aber da das Jetski nehmen. Und Gas geben. Keine Fahrhilfe, toll. Wo sind die denn? Oh. Okay, dann fahre ich halt den Schmuggler hinterher. Wie können wir die zum Stoppen bringen? Granaten. Alter. Shit, ich habe keine Heilspritzen mehr. Oh, fuck, Alter. Ich habe den Schmuggler schon fast gehabt und jetzt rennt er da oben zu den anderen. Das ist richtig behindert. Richtig minderwertig, Alter. Jo, und dann sind da wieder einfach mal so viele. Da rutscht einfach mal die Leiche runter. Dein Kollege wird neben ihn abgeschossen, er merkt nichts. Läuft bei ihm. Zack. Oh. Nehmen wir das Schrot erstmal weg. Schade. Kein getroffen mit dem Fass. Alter. Ja, versteck dich noch weiter. Ey. Solche Gegner, ne? Ja, er dreht sich erstmal in die falsche Richtung. Wie ist der denn gerade gelaufen, Alter? So, der Schmuggler ist immer noch hier oben. Und was hat er geschmuggelt? Müssen wir jetzt hier gleich wieder rein in dieses Gewölbe. Gewölbeschlüssel. Das war ein ziemlich deutliches Ja. Nichts vorbei.
jemand? Nee. Die Schüsse kommen einfach so aus Spaß. Oh nein, oh nein. Okay. Wo sind die Diamanten? Liegen die nicht hier? Doch. Ach da. Verstehe. Entkomme mit dem Blutdiamanten. Vielleicht ja gesagt, eins getan. Aber. Nichts ist unmöglich, Toyota. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und tschüss. Einfach stoßen. So. Auf der Flucht sollten wir eigentlich schaffen. Einfach mal hier rüber brettern. Konversation, Mission beendet. Perfekt. 12 Minuten, ja, passt schon. Dann sehen wir uns morgen wieder bei Far Cry 4. Bis dahin noch viel Spaß und bis morgen. Ciao. I'm never gonna know what it feels like to be normal. I'm alone in this cold light, and I've been going up on the stars in the nighttime. I came back to the earth trying to get mine, but I'm still trying to get to where I gotta be, and now I'm feeling so close to that.